Der Sensing-Puck ist eine Inhouse-Entwicklung der Abteilung IoT and Embedded Systems. Ziel ist es, mit dem Puck Umgebungsbedingungen von Ladungsgütern zu tracken. Dabei geht es um Bewegung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Einsatzgebiete sind zum Beispiel temperatursensible Ladungsgüter, wo der Puck ans Ladungsgut angebracht werden kann oder an die Palette oder eben auch an das Gehäuse, abhängig von den Werten, die eben erfasst werden sollen. Wenn wir ein definiertes Ladungsgut haben und die Schwellwerte für den Transport festgelegt haben, können wir über eine LED-Matrix mit dem Puck interagieren und diese Schwellwerte übermitteln. Ab diesem Zeitpunkt sendet der Puck dann eventbasiert seine Daten. Diese Daten können über Standardschnittstellen in bestehende Systeme implementiert werden oder im einfachsten Fall über eine Oberfläche angezeigt werden. Der Vorteil besteht darin, dass Überschreitungen sensibler Schwellwerte schon während des Transports ermittelt werden. Wenn man zum Beispiel ein temperatursensibles Gut führt, was als einfaches Beispiel 25 Grad nicht überschreiten darf, kriege ich sofort einen Alarm. Somit können zum Beispiel versicherungsrelevante Fälle während des Transports aufgedeckt werden und entsprechend Regressansprüche gestellt werden oder eben der ordnungsgemäße Transport belegt werden. Um die Sensorik, die wir auf dem Puck verbaut haben, zu bestimmen, haben wir uns verschiedene Use Cases unserer Partner angesehen und hieraus die Anforderungen ermittelt. Wie alle Projekte in der Silicon Economy werden wir auch sowohl die Software als auch die Hardware und das Gehäusedesign auf 3D-Druckbasis Open Source zur Verfügung stellen, sodass jeder es so, wie es ist, nutzen kann oder für seine speziellen Zwecke weiterentwickeln kann. Selbstverständlich können wir aber auch für unsere Kunden die Geräte für die entsprechenden Use Cases erweitern.